Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil aus der Serie Vom Traum zum Ziel. Und in diesem Video finden wir jetzt mal raus, wie genau man das erste eigene Auto von einem Traum in ein echtes Ziel verwandelt. Und so viel sage ich schon mal dazu gesagt, das hier wird auf jeden Fall ein spannendes Video. Also auch wenn sich jetzt noch nicht erahnen lässt, in welche Richtung es sich entwickelt, empfehle ich dir doch sehr, dir dieses Video anzugucken. Einfach nur, um mal gesehen zu haben, wie man sowas durchrechnet. Und wir fangen auch hier wieder einmal an mit dem Traum, der hier folgendermaßen klingen würde. Ich will die Freiheit der Autobahn spüren. So ein ultradeutscher Traum. Endlich jederzeit und überall hinkommen, ohne auf andere angewiesen zu sein. Das in meinen Augen schon sehr viel nachvollziehbarer, weil das kennt man wahrscheinlich auch, dass es oft, je nachdem, wo auf der Welt man sich befindet, selbst in diesem Land, gar nicht so einfach ist, um jede Uhrzeit von links nach rechts zu kommen. Sprich, es gibt Situationen, in denen so ein erstes eigenes Auto wirklich eine gute Sache ist. Oder, um es jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen, wie genau wird denn dieser Tage eigentlich über Autos gesprochen, ist, was halt auch so ein klassischer Traum wäre, ich will eine sweete Karre haben, um die Welt zu beeindrucken. Weil ein großer Teil der Wahrnehmung von Autos in diesem Land, in dem wir uns gerade befinden, ist doch ganz genau das. Die Leute kaufen Autos nicht zwingend einfach nur dafür, dass sie halt einfach als Nutzgegenstand dazu dienen, uns von A nach B zu bringen, sondern Auto ist auch immer ein Statussymbol. Dementsprechend ist natürlich so ein Auto, gerade wenn man es aus dieser Traumperspektive sieht, halt auch immer so ein sehr emotionales Gut, weil es natürlich auch immer an so einen Punkt hinausläuft, wo man am Ende sagt, ich bin das Auto, was ich fahre. Und genau in diese Richtung wollen wir diesen Traum hier nämlich ein bisschen spinnen. Aber wir fangen vorab erstmal an, dass wir uns das Ziel dazu angucken. Das würde jetzt folgendermaßen klingen. Ich möchte mir einen Traum erfüllen, mir ein eigenes Auto zu kaufen und in der Lage sein, die Kosten, die es verursacht, selbst bezahlen zu können. Also ich will ein Auto und ich will dieses Auto auch irgendwie finanzieren können. Laufende Kosten, also den Unterhalt. Und jetzt gibt es hier aber einen Twist. Und hier merkst du jetzt schon, dieses Video wird definitiv ein spannendes. Und zwar hier ordnen wir jetzt mal den Preis dem Ziel unter. Bis jetzt haben wir ja mal geguckt, was genau sind die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen wir dieses Ziel für uns ermöglichen wollen. Und diesmal sagen wir einfach, wir haben ein Ziel und versuchen jetzt einfach mal rauszufinden, wie viel Geld brauchen wir denn überhaupt, um dieses Ziel Realität werden zu lassen. Also dass wir halt wirklich das Ziel oben überstellen und dann von hier aus gucken, was genau muss passieren, damit dieses Ziel tatsächlich Realität wird. Und jetzt kannst du vielleicht schon erahnen, in welche Richtung das Ganze hier geht. Aber auch hier erstmal die smarten Fragen dazu, also rund um das erste eigene Auto, weil man muss halt dazu sagen, alles, was wir jetzt gleich hier machen werden, kann man natürlich analog auf so ziemlich jede Art von Auto anwenden. Also grundlegend sind das alles Sachen, die auf jedes Auto zutreffen. Das heißt, wenn dein Traum einfach nur wäre, ich will irgendeine Form von Mobilität gewährleistet wissen, schaffen wir das hier auch. Auch wenn das Beispiel, was wir gleich wählen, vielleicht ein bisschen überdimensioniert wirken könnte. Also, die smarten Fragen hierzu wären einfach mal ganz klassisch, was ist unser Ziel in einem Satz? Ne? Muss spezifisch sein. Was für ein Auto möchte ich überhaupt haben? Messbare Kriterien, dass wir auch wissen, wann genau ist unser Ziel erreicht, welches Auto muss da vor meiner Tür stehen. Was reizt mich an einem Auto? Also was genau motiviert mich noch intrinsisch dazu, mich um so ein Auto zu bemühen, auch wenn ich weiß, es wird auf jeden Fall nicht günstig. Kann ich mir das Auto leisten? Wie realistisch ist es, dass ich diesen Traum vom ersten eigenen Auto auch tatsächlich in meinen Alltag integriert bekomme? Und das T wie terminiert, wann möchte ich diesen Wagen tatsächlich bei mir in der Einfahrt stehen haben? Und wir fangen an mit dem S wie spezifisch. Also was wir jetzt tun werden, ist, wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir unseren Traum von dem ersten eigenen Auto so formulieren, dass wir ihn in einem Satz ausdrücken können und dabei alle Kriterien, die dieser Traum für uns erfüllen muss, einmal kurz abbilden. Und damit dieser Satz spezifisch ist, müssten wir jetzt erstmal vorab wieder diesen Sollzustand herstellen. Also wir reisen wieder in die Zukunft und gucken uns an, wie sieht eine Welt aus, in der ich dieses Auto tatsächlich schon besitze. Da gucken wir uns dann halt an, in dieser Zukunft, die ich mir da erträume, wie genau sieht denn der Wagen aus, in dem ich da gerade sitze? Wie schnell fährt der? Welche Farbe hat der? Wo fahre ich damit überhaupt hin? Also versuch dieses Bild der Zukunft so genau wie eben möglich nachzuzeichnen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, worüber sprechen wir hier überhaupt. Dann im nächsten Schritt ganz klar, was muss passieren, damit dieser Zustand eintritt? Also was muss ich tun, damit ich diesen Wagen dann auch tatsächlich so, wie ich ihn mir gerade erträumt habe, am Ende in meine Auffahrt stellen kann? Und klar, oben drüber, wann genau soll dieser Zustand überhaupt eintreten? Also wann will ich den Wagen überhaupt haben?
So, kommen wir jetzt aber zu dem eigentlichen Twist an dieser ganzen Geschichte hier. Denn ich habe einen kleinen Disclaimer vorbereitet, in welche Richtung ich ganz gerne mit diesem Video gehen würde. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, als ich dieses Video strukturiert habe. Ich habe gedacht, ich mache ein Video dazu, wie finanziert man sich überhaupt ein erstes eigenes Auto. Und ich meine, mit Funny Money haben wir das Thema auch schon oft gehabt. Und ich bin auch in vielen Schulen gewesen, habe mit vielen jungen Leuten über dieses Thema gesprochen. Und im Nachhinein bilden sich eigentlich dieser Tage relativ schnell zwei Lager mit der ganzen Geschichte. Also die Leute, die sagen, ey, ich wohne in einer Großstadt und hier ist also Nahverkehr eigentlich super geregelt, den Rest mache ich mit dem Fahrrad oder laufe das halt eben. Oder Leute, die halt einfach sagen, boah, um ganz ehrlich zu sein, das Auto ist für mich eine emotionale Angelegenheit und ich will einfach einen wirklich coolen Wagen haben. Das heißt, also wenn man jetzt über dieses Thema Auto spricht, dann steht man natürlich jetzt vor dieser großen Frage, also brauche ich überhaupt eins zum einen? Und wenn ich eins brauche, dann kommt man relativ schnell an einem Punkt an, wo es halt nicht einfach darum geht, ich muss irgendwie Mobilität gewährleisten, was in gewissen Fällen, gerade wenn man ins Arbeitsleben eintritt, oft der Fall ist. Da braucht man einfach irgendein Auto, um zu sagen, ich brauche es, um damit zur Arbeit zu fahren, weil ich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hinkomme oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren, dauert irgendwie 3 Stunden und dann müsste ich um 4 Uhr nachts aufstehen, auch nicht so das Ware. Aber gerade in jungen Jahren, wenn das Thema Auto aufkommt, wird da auf eine ganz spezielle Art und Weise drüber gesprochen. Deshalb habe ich mir hier jetzt überlegt, okay, dann lass uns dieses Video doch einfach mal so gestalten, dass die Leute, die sich wirklich für dieses Thema Auto interessieren, hier auch abgeholt werden und die Informationen bekommen, die die brauchen, wenn sie sagen, ich will diese sweete Karre tatsächlich kaufen. Und auch hier zu meiner Person, ich meine, ich komme ja jetzt aus Dortmund. Und ich beobachte hier am Laufenband in der Innenstadt eigentlich immer das gleiche Problem. Nämlich viel zu junge Menschen, die sich viel zu große Autos kaufen. Und das ist halt die Zielgruppe, mit der ich jetzt ganz gerne über dieses Thema Auto sprechen wollen würde. Einfach aufgrund der Tatsache, weil es natürlich was ist, was heutzutage sehr viel einfacher ist, als es sein dürfte. Aber man hat erstmal die Möglichkeit, an ziemlich große Autos in sehr jungen Jahren zu kommen. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dieses Video würde ich ganz gerne dazu nutzen, zusammen mit dir mal die Reise zu gehen, wie genau man diesen Traum vom ersten eigenen Auto wirklich auf so ein stabiles Fundament stellt, dass man, wenn man sagt, ich kaufe mir einen von diesen Ultrawagen, hier auf jeden Fall guten Gewissens sagen kann, ich weiß, was ich da getan habe, wieso ich es getan habe und ich bin auf jeden Fall in der Lage, dieses Auto auch zukünftig betreiben zu können. Plus minus bin mir im vollen Bewusstsein darüber, was ich hier genau tue. Deshalb habe ich dieses Ziel spezifisch auf die folgende Art und Weise formuliert. Ich sag, ich möchte so schnell wie möglich einen riesigen Mercedes fahren, damit die Leute auf dem Wallring hier in Dortmund sagen, wow. Also das ist jetzt etwas, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe, damals, als ich noch jung und wild gewesen bin und die gleichen Ambitionen hatte, was genau habe ich denn da überhaupt gespürt? Also was hat mich dazu motiviert? Also damals war es noch nicht Mercedes, da ging es irgendwie alles noch um BMW, aber Geschmäcker ändern sich ja über die Jahre. Aber das ist halt quasi das, worum es mir ging. Dass ich mir schon gedacht habe, also so ein Auto als Statussymbol und wenn ich der Welt beweisen möchte, dass ich oben mitspiele, was mir in jungen Jahren irgendwie sehr oft ein Anliegen gewesen ist, brauche ich den passenden Wagen dazu. Also unser Ziel, wenn wir es spezifisch formulieren wollen, würde dann folgendermaßen aussehen. Also spezifisch hätten wir es an dieser Stelle. Bringt uns dann im nächsten Punkt messbar zu der großen Frage, anhand von welchen Kriterien kann ich feststellen, ob die Erreichung meines Ziels tatsächlich geglückt ist. Und da bin ich jetzt einfach mal diesen Mercedes, den wir uns da kaufen wollen, als Ganzes durchgegangen. Also wie muss ein Auto aussehen, wo die Leute am Ende sagen, wow. Und erstmal, klar, muss ein Mercedes sein. Also ich meine, dieser Tage, man muss ja einfach nur moderne Musik hören und einem ist relativ schnell klar, die Autos, um die es geht, sind in der Regel Mercedes. Es sollte mindestens 300 PS haben. An dieser Stelle habe ich mich von Jesus inspirieren lassen. Also 300 und aufwärts scheint da der Way to go zu sein. Es sollte nicht älter als 10 Jahre sein. Das ist eine Information, die habe ich aus dem Motorsportforum extrahiert für dieses Video. Also, dass sie sagen, also quasi, wenn man sich schon ein Auto in dieser Größenordnung kauft und, das tun wir ja in jungen Jahren, nicht möchte, dass es halt morgen schon wieder kaputt ist, sieht zu, dass es auf jeden Fall nicht älter als 10 Jahre ist. Es sollte nicht mehr als 100.000 Kilometer gelaufen sein. Auch das wieder das Motorsportforum mit einem dringlichen Hinweis. Kauft ihr keinen mit 200.000 Kilometer aufwärts, dann wird es relativ schnell vorbei sein, das Vergnügen. Und, selbstverständlich, sollte der guten Sound haben. Also das wären jetzt mal so die Kriterien, die wir an dieses Auto stellen, damit wir am Ende sagen können, wenn wir all diese Punkte abgearbeitet haben, haben wir das Auto unserer Träume.
Und dann haben wir auch hier, wie im letzten Video mit der ersten eigenen Wohnung, direkt erstmal diesen Schnellcheck im Internet gemacht. Dass wir geguckt haben, also die Kriterien, die wir jetzt festgelegt haben. Was genau kommt denn da überhaupt, beziehungsweise in diesem Fall, was genau rollt denn da überhaupt auf uns zu? Und auch hier habe ich wieder ein kleines bisschen Internetrecherche gemacht und zusammen mit den Kriterien, die wir jetzt hier festgelegt haben, mal rausgefunden, was genau würde es uns denn kosten, so ein Auto tatsächlich bei uns in der Auffahrt zu stellen. Und wir zollen jetzt für den Start erstmal das Modell fest. Welchen? Klar, wenn dann auch ein CL500. Und der kostet gebraucht irgendwo so zwischen 35.000 und 45.000 Euro. Was, und da bin ich ganz ehrlich mit dir sein, per se erstmal eine Stange Geld ist. Und hier habe ich mich dann einfach mal für die Mitte entschlossen. Also wenn die so im Schnitt zwischen 35 und 45 kosten, habe ich gesagt, gucke ich einfach mal, was kriegen wir für 40.000 Euro an Mercedes CL500 Leistung. Und da habe ich eigentlich gar nicht mal so einen schlechten gefunden. Ich habe uns einen Mercedes CL500 4MATIC, also Allradantrieb, AMG, Sportpaket mit 435 PS rausgesucht. Also hier hätten wir auf jeden Fall schon mal den ziemlich dicken Mercedes sichergestellt. Wir sind weit über die 300 PS, die wir ausgerufen haben, gekommen. Die Erstzulassung im Jahr 2013, also der wäre jetzt noch keine 10 Jahre alt. Der ist 90.000 Kilometer gelaufen, also auch unter der magischen Grenze von den 100.000, die uns das Motorsportforum mit auf den Weg gegeben haben. Der hat ein Soundsystem inklusive und kostet uns, man will schon fast sagen, läppische 40.900 Euro. Also grundsätzlich hätten wir halt quasi alle Kriterien, die wir messbar gemacht haben, jetzt mal an den Preis gebunden. Der Wagen, den wir wollen, kostet 41.000 Euro. Soweit, so gut. Der nächste Punkt ist bei sowas Emotionalem wie dem Auto hier in Deutschland eine relativ simple Sache. Also was genau aktiviert mich? Was motiviert mich, mich überhaupt zu bemühen, so viel Geld für ein Auto aufzubringen? Also die Fragen, denen wir hier nachgehen, wären so ganz klassische. Wieso muss es ausgerechnet dieser Wagen sein? Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich das Auto habe? Und was werden meine Kollegen sagen, wenn ich mit dem Benz vorfahre? Also das sind natürlich alles so Fragen, auf die haben wir selbstverständlich eine Antwort, weil das ist, worum es bei diesem ganzen Projekt Mercedes CL500 geht. Und die Antworten auf all diese Fragen habe ich jetzt mal in so einem Statement zusammengefasst, was ich wahrscheinlich gegeben hätte vor 10 Jahren, als ich noch so großes Interesse an so großen Autos hatte. Ich werde der Welt zeigen, dass ich auch einer bin. Dass ich in der Lage bin, mir einen Luxuswagen zu kaufen, der auf der Straße auffällt. Die Leute werden sich nach mir umdrehen und neidisch hinterherkommen. Und am Ende ist es ganz genau das. Ein Auto in so einer Größenordnung dient absolut nicht mehr dazu, damit von A nach B zu kommen, weil das könnte man mit 100 Millionen anderen Fahrzeugen auch tun. Bei diesem Auto geht es um Status. Darum geht es halt quasi, mich selbst über meinen Wagen zu definieren. Dementsprechend, was motiviert mich? Alles, was da steht. Ich will der Welt zeigen, ich bin einer, weil ich habe diese Karre. Und an dieser Stelle muss man dazu sagen, dass es überhaupt nichts Verwerfliches. Wenn das was ist, was mir wirklich ein Anliegen ist, dann ist das halt auch das, was mich motiviert. Und da braucht man jetzt auch nicht irgendwie anfangen mit so, ah ja, ich möchte dieses Auto kaufen, weil ich das so schön finde und weil das irgendwie, was weiß ich, so gute Qualität hat. Solche Autos kauft man, weil man damit Menschen beeindrucken möchte. Und an diesem Punkt muss man ehrlich zu sich selbst sein, weil das ist das, was mich motiviert. Mich motiviert nicht, dass der irgendwie so gut verarbeitet ist oder so gute Sicherheit-Features hat. So ein Auto kaufe ich mir deswegen. Vor dem Hintergrund hätten wir das Ziel hier auf jeden Fall so formuliert, dass es mich persönlich bzw. den Jakob von vor 10 Jahren wirklich motiviert, daran zu arbeiten. Bringt uns dann zu den eigentlich spannenden Punkten hier, nämlich dem R wie realistisch. Das heißt, hier müssen wir jetzt der Frage nachgehen, was wird mich dieser Wagen kosten? Also die Punkte, die wir jetzt hier abarbeiten müssten, wären zum einen mal, wie viel Geld kostet die Anschaffung? Wie viel Kilometer werde ich mit diesem Wagen fahren? Wie viel kostet mich die Versicherung? Wie viel kostet mich der Sprit? Und was kosten mich mögliche Reparaturen? Weil das sind natürlich alles so Punkte, die halt noch oben mit drauf kommen, nachdem wir das Ding für 41.000 Euro gekauft haben. Und deshalb habe ich hierzu mal eine kleine Kostenkalkulation aufgestellt. Einfach nur, damit man mal ein grobes Gefühl dafür bekommt, was heißt es denn tatsächlich, sich so eine Karre zu kaufen. Und wir fangen erstmal an mit dem Auto als Ganzes. Das haben wir ja schon. Das kostet uns 40.900 Euro. Was, wollen wir dazu sagen, eine Menge Geld ist. Jetzt geht's aber bei der Karre noch weiter. Denn mit diesen 40.900 Euro ist es noch lange nicht getan. Denn zuallererst müssen wir diesen Wagen jetzt mal versichern. Und die Versicherung für diesen Wagen, günstigste Angebot, was ich gefunden habe, lag bei 2.100 Euro im Jahr. Was auch 2.100 Euro im Jahr sind, die wir irgendwo hernehmen müssen, um unseren Wagen zu versichern. Der Treibstoff,
habe ich jetzt mal angenommen, dass wir 14.000 Kilometer pro Jahr fahren. Was, also wenn wir damit jetzt wirklich nur in Dortmund rumheizen wollen, beziehungsweise was weiß ich, mal nach Essen, mal nach Düsseldorf damit fahren, problemlos gemacht werden kann bei 14.000. Plus diese 14.000 waren auch wichtig dafür, dass unsere Versicherung nicht noch weiter durch die Decke geht. Aber bei diesen angenommenen 14.000 Kilometern, die wir halt planen, im Jahr damit zu fahren, würden wir bei einem angenommenen Spritpreis von 1,40, habe ich jetzt mal so einen gleitenden Mittelwert genommen, im Jahr bei 1.960, also nochmal fast 2.000 Euro on top im Jahr nur für den Sprit rauskommen. Dann zahlen wir selbstverständlich auch noch Steuern dafür, dass wir diesen Wagen haben. Das wäre in diesem Fall mit 350 Euro sogar tatsächlich noch die günstigste Position. Aber du siehst, allein der Unterhalt dieses Wagens, laufende Kosten auf so ein Jahr gerechnet, ist halt auch schon wieder ein mittlerer vierstelliger Betrag. Also das ist halt auch nicht günstig. Und dann die letzte Position, und auch da war mir das Motorsportforum wieder sehr behilflich, ist, dass die für den Wagen, den ich da rausgesucht habe, mir schon mit auf den Weg gegeben haben, solltest du in eine Situation kommen, wo der reparaturbedürftig ist, dann mach dir keine Hoffnung, das wird ein unglaublich teurer Spaß. Deshalb habe ich hier jetzt mal bitter einen Euro hingeschrieben, weil ich glaube, das ist halt ein ganz fairer Mittelweg zwischen, nehmen wir mal an, wir würden so ein Auto tatsächlich in neu kaufen. Müsste man damit ja auf jeden Fall auch wieder zum Mercedes-Händler, weil mit dieser modernen Technik kann man das halt nicht mehr einfach so bei seinem Kfz-Mann um die Ecke machen lassen, weil das irgendwie mit Computern ausgelesen werden muss. Und beim Händler ist so eine Reparatur natürlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Geld, und bei unserem alten Auto kommt es wahrscheinlich mehr oder minder aufs Gleiche raus. Also wenn so eine Reparatur anfällt, haben wir besser eine ganze Menge Kohle auf der hohen Kante, um diese Reparaturen auch tatsächlich abfedern zu können. Also das hier wäre auf jeden Fall mal so die Kostenkalkulation, die wir hätten für Anschaffung und diesen Wagen ein Jahr zu betreiben, unter der Annahme, dass uns jetzt halt nicht irgendwelche Reparaturen in den Weg kommen, die auf jeden Fall dazu führen, dass wir richtig bittere Tränen weinen, je nachdem, was da gerade ist. So, das wären jetzt auf jeden Fall die Kosten, die es verursachen würde. Das heißt, im nächsten Schritt würden wir jetzt einfach mal rausfinden, wie realistisch ist es, dass wir dieses Projekt tatsächlich in die Realität umsetzen. Und da treffen wir jetzt einfach mal ein paar Annahmen. Und zwar, wir nehmen jetzt erstmal an, dass wir im deutschen Durchschnitt verdienen. Der Deutsche im Durchschnitt verdient 2.079 Euro. Also das wäre so der Durchschnittsverdienst in diesem Land. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich vorbildlich sparen und wir in der Lage sind, dass wir 25% unseres Gehalts sparen können. Also von jedem Netto-Monatsgehalt, das wir verdienen, nehmen wir ein Viertel und legen es zur Seite. Das wäre jetzt in unserem Beispiel gerundet 530 Euro, die wir jeden Monat auf die hohe Kante bringen für das Projekt Mercedes CL 500. Und wenn wir das konsequent durchziehen würden, also wir schaffen es wirklich, jeden Monat diese 530 Euro zu sparen, würde das bedeuten, dass wir uns das Auto in 6,5 Jahren kaufen können. Was eine unglaublich wertvolle Information ist. Denn in einer Welt, in der uns am laufenden Band erzählt wird, du kannst alles haben und so fort, sind das die Zahlen, die man eigentlich braucht. Also wenn man das wirklich gut strukturiert angeht, also wir wollen uns diesen riesigen Mercedes kaufen, weil wir da Bock drauf haben, aber wir wollen halt nicht der Doofe sein, der halt quasi am Ende in der Schuldenfalle untergeht, weil er dieses Auto nicht gut durchgeplant hat. Das heißt, wenn man sagt, ich will einen Mercedes CL 500 mit einer Top-Ausstattung, der auf jeden Fall in einem Zustand ist, damit das Motorsportforum am Ende nicht über uns lacht, dann sind es 6,5 Jahre, die wir sparen müssen, und zwar ein Viertel unseres Einkommens, um die Karre in unseren Besitz zu bringen. Das ist auf jeden Fall schon mal was, was einem sonst nicht so oft gesagt wird. Und nachdem wir das dann haben, also nachdem wir 6,5 Jahre die Kohle gespart haben und die Karre wirklich gekauft haben, können wir ab hier dann auch schon mal festhalten, dass uns ab hier, also ab dem Tag, wo wir den Wagen haben, monatlich Kosten von 368 Euro entstehen. Das heißt, diesen Wagen tatsächlich dann auch in Betrieb zu halten, sind halt 370 Euro plus minus, die wir halt jeden Monat dafür ausgeben. Das heißt, wenn wir hier bei gleichbleibender Sparrate, also wir haben uns daran gewöhnt, mit 25% weniger Gehalt zu leben, können wir diese 162 Euro, die jetzt überstehen bleiben, von der Sparrate, die wir davor gehabt hätten, nochmal gesondert auf ein Sparkonto legen. Das heißt, mit den 25% Ersparten, was wir von unserem Gehalt abknapsen, können wir den Unterhalt des Wagens finanzieren und darüber hinaus noch jeden Monat 162 Euro auf dem gesonderten Konto sparen. Für Reparaturen. Das ist wahrscheinlich schon geahnt. Denn dieser Punkt, Reparaturen bitter in Euro, sitzt uns natürlich immer noch im Nacken. Weil jetzt haben wir zwar die Karre, wir haben auf jeden Fall sichergestellt, dass wir sie so betreiben können, aber für diesen düsteren Tag irgendwo in der Zukunft, wenn dem Wagen mal irgendwas passiert, wollen wir natürlich auch nicht unvorbereitet sein. Das heißt, wie realistisch ist es jetzt, dieses Projekt tatsächlich Realität werden zu lassen? Wenn man sich die Zahlen jetzt so anguckt, eigentlich gar nicht so unrealistisch. Also, ich meine, klar,
Es ist eine Ansage zu sagen, ich spare 25% von dem Geld, was ich verdiene. Das ist viel. Aber wenn deine absolute Herzensangelegenheit dieses Auto ist, dann ist das natürlich was, was man in Kauf nehmen muss, um dieses Auto dann auch tatsächlich so zu finanzieren, dass man in der Lage ist zu sagen, ich habe dieses Projekt auch tatsächlich im Griff. Weil gerade bei so einem Auto kann eine ganze Menge schief gehen, wenn man das halt nicht gut plant, bevor man es dann halt auch tatsächlich in die Realität umsetzt. Also, wenn du mich jetzt auf eine Antwort festnageln wollen würdest, wie realistisch ist es, so ein Auto zu kaufen und zu finanzieren? Dann würde ich jetzt, wenn ich mir die Zahlen so angucke, sagen, es ist nicht zwingend unrealistisch. Es ist absolut machbar. Man muss sich halt immer nur vor Augen führen, dass das natürlich ein ziemlich großes Projekt ist. Also ist halt quasi schon mit allerlei Verzicht verbunden, am Ende diesen Wagen wirklich zu haben. Und da muss man halt einfach nur gegenüberstellen. Also ist halt quasi dieser Spaß, in 6,5 Jahren diesen Wagen zu haben, ist wert, dass ich halt quasi auf dem Weg dahin auf eine ganze Menge verzichte. Nicht unrealistisch, aber auch nicht einfach. Dann im nächsten Punkt, T wie terminiert, ist jetzt die große Frage, wie schnell lässt sich dieses Ziel überhaupt erreichen? Das heißt, hier müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wie schnell bekomme ich das Geld überhaupt zusammen? Kann ich den Wagen unterhalten, sobald ich ihn gekauft habe? Und denke ich bei diesem Projekt auch tatsächlich an meine Zukunft? Also jetzt hier merkt man schon, so langsam mehren sich die kritischen Stimmen. Rund um das Zeitliche sind wir eigentlich schon soweit gut ausgestattet. In 6,5 Jahren gehört der Wagen mir. Das haben wir alles gut durchgerechnet. Wir haben die Mathematik dazu gemacht. Wir haben anhand von unserem Lohn analog unsere Sparrate abgeleitet. Diese Sparrate dann auf den Anschaffungspreis unseres Autos übertragen und rausgefunden, wann wir den Wagen haben. Dann in der nächsten Etappe, also quasi dem Zeitpunkt, wo wir den Wagen auch tatsächlich gekauft haben, können wir den Unterhalt aus der gleichen Sparrate problemlos finanzieren und darüber hinaus sogar noch Geld für mögliche Reparaturen auf die hohe Kante bringen. Also der Unterhalt wäre auch sehr realistisch, wenn wir es schaffen, diese Sparrate zu realisieren. Das heißt, mit der ersten Sparrate, die erste Teiletappe für die Anschaffung dieses Autos auf die hohe Kante gebracht haben, können wir eigentlich sofort absehen bzw. ein Datum in der Zukunft festlegen, wo wir die Karre auch tatsächlich kaufen. Also ab hier können wir halt ein genaues Datum festsuchen, wo wir wissen, wenn der Lohn kommt und da ist die letzte Sparrate mit drin, dann kann ich dieses Auto auch tatsächlich kaufen, dann ist es meins. Also so könnte man dieses Ziel relativ simpel terminieren. Also fassen wir das Ganze jetzt mal einmal zusammen zu einem fertigen Ziel. Also das Ziel wäre, ich möchte ein beeindruckendes Auto haben. Ich weiß, welches Modell ich haben möchte. Das ist der CL500 gewesen. Zusammen mit den ganzen Eigenschaften, die wir jetzt halt rund um dieses Auto halt festgelegt haben. Ich weiß, warum ich es haben will. Am Ende war das ja auch nichts anderes, als ich habe einfach Bock auf ein dickes Auto, um der Welt zu zeigen, dass ich ein dickes Auto habe. Ich weiß, wie und wie viel Geld ich benötige. Was eine sehr wertvolle Information gewesen ist. Also an dem Punkt haben wir uns jetzt wirklich mal kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, was genau kostet mich überhaupt die Anschaffung und der Unterhalt von einem Mercedes CL500. Und gleichzeitig herausgefunden, dass das nicht unbedingt unrealistisch ist, je nachdem wie viel Geld ich verdiene, beziehungsweise wie viel Geld ich tatsächlich sparen kann. Und dann habe ich also auch ein genaues Datum festgezurrt, wann genau dieser Wagen vor meiner Tür stehen wird. Das heißt, dieses Ziel zusammengefasst in einem Supersatz wäre jetzt das folgende. Ich beginne heute damit, monatlich 25% meines Einkommens für mein absolutes Traumauto, ein Mercedes CL500, zu sparen. In 6,5 Jahren kann ich den Wagen in bar kaufen und bin in der Lage, alle laufenden Kosten zu decken. Mir macht keiner mehr was vor, denn dieser Wagen gehört mir. Was ein ganz entscheidender Punkt ist, denn wenn man diesen Wagen auf diesem Weg besorgt hat, ist der 100-mal mehr wert als jegliche geleasten, gemieteten oder wie auch immer besorgten Autos, weil das ist eine Karre, für die du wirklich hart geschuftet hast. Dieser Wagen wird sehr viel wertvoller sein für dich als alle anderen Autos auf der Welt, die du auf einem leichteren Weg beschafft hättest. Vor diesem Hintergrund, also dieses Ziel, so sieht es aus, wenn man sagt, ich will mir ein Mercedes CL500 kaufen und zwar so, dass ich am Ende auch stolz auf mich sein kann. Dann machen wir hier jetzt mal weiter mit ein paar Tipps und Tricks und auch gerade bei diesem Projekt Mercedes CL500 habe ich ein paar mitgebracht. Wir fangen mal an, indem wir einfach mal ganz ehrlich zu uns selbst sind. Braucht man überhaupt in so jungen Jahren schon ein so großes Auto? Weil, ich meine, der Mehrwert ist verhältnismäßig begrenzt. Also man hat natürlich ein riesiges Auto, was im Endeffekt auch nichts anderes ist als eine riesige Verbindlichkeit. Also mal ganz abgesehen davon, dass der mich natürlich laufend Kohle kostet, wenn ich den nicht in bar kaufen konnte, dann kostet der mich laufend Kohle, weil der natürlich auch Sprit frisst ohne Ende. Der ist teuer in der Versicherung und ich muss dafür noch Steuern bezahlen. Dafür, dass ich halt damit irgendwelche Strecken fahre, die ich wahrscheinlich zu Fuß auch hätte gehen können. Das heißt, die Frage, auf die es hier wirklich ankommt,
ist die Strahlkraft dieses Autos es wert, so große Lasten auf mich zu nehmen? Weil das sind natürlich halt alles Abstriche, die ich in meinem Leben irgendwo anders machen muss. Ich meine, ich habe zwar dann dieses coole Auto. Und voller Ernst, ich meine, es ist ein wirklich cooles Auto. Aber quasi die Lebensqualität, die mir verloren geht, einfach nur um dieses Auto zu haben, die ist enorm. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Also ich meine, ist es halt wirklich wert, dass Leute sagen, wow, der hat aber ein dickes Auto, aber halt gleichzeitig fehlt es mir halt quasi vorne und hinten an der Kohle, dieses Auto irgendwie zu betreiben, plus minus alle anderen schönen Dinge in meinem Leben zu machen. Also quasi sollen die nächsten 10 Jahre meines Lebens einfach darauf bestehen, dass ich ja meine komplette Freizeit in diesem Auto verbringe. Mit diesem Damoklesschwert in meinem Nacken, dass wenn diesem Auto mal was passiert, habe ich halt die ganzen Kosten, habe das Auto nicht und kann auch sonst nichts mehr machen, weil die Kosten halt immer weiterlaufen. Das heißt, was man sich hier überlegen sollte, gerade bei Autos, ist, tun es günstigere Alternativen nicht auch? Denn am Ende ist es doch das. Wenn es wirklich einfach nur darum geht, von A nach B zu kommen, tut es so ziemlich jedes Auto, tut es wahrscheinlich auch ein Fahrrad. Und dass man hier einfach sagt, also halt quasi, ist alles, worüber ich Erfolg definieren kann, ein Auto? Oder gibt es nicht irgendwelche anderen Dinge, mit denen ich den Leuten zeigen kann, dass ich auch einer bin? Die jetzt halt quasi nicht 41.000 Euro in der Anschaffung kosten und danach fast 5.000 Euro Kosten im Jahr verursachen. Also, dass man hier wirklich einmal vorab in sich gehen muss. Und ich weiß, wenn man sich wirklich in so eine Karre verliebt hat, ist es schwer zu sagen, okay, ich nehme am Start einen Mercedes CL 500, vielleicht einen Audi A3 gebraucht. Aber von der Idee her muss man sich halt wirklich immer vor Augen führen, dass der Mehrwert insofern begrenzt ist, als dass eine Karre immer eine große Verbindlichkeit ist, die eigentlich immer mit Stress kommt. Und ich meine, ich fahre jetzt schon lange genug Auto, um zu sagen, um ganz ehrlich zu sein, nach einem Jahr habe ich keine Freude mehr in meinem Auto gehabt. Es ist ein Gebrauchsgegenstand geworden, der laufend Kosten verursacht, der mich wahnsinnig macht, wenn er in die Reparatur muss, der eigentlich wirklich nur im ersten Jahr, kurz nachdem ich es gekauft habe, wirklich was gewesen ist, was mir Freude bereitet hat und jetzt mittlerweile halt einfach nur noch ein Nutzgegenstand ist. Ein Nutzgegenstand, der mir aber am laufenden Band Kosten verursacht. Und hier wirklich. Und ich meine, vielleicht hilft es dir, vielleicht hilft es dir nicht, auf meine Erfahrung zurückzublicken, ist, dass so ein Auto am Anfang selbstverständlich Spaß macht. Aber nach hinten raus, irgendwann wird es halt einfach wie jedes andere Auto auch. Und da muss man sich halt einfach wirklich überlegen, was tut es. Und was es tut, ist, es bringt mich von A nach B. Und die Frage ist, wie kosteneffizient tut es das eigentlich? Und ich glaube, das ist was, was man vorab in so eine Kalkulation mit einbeziehen sollte, wenn man sagt, man plant sich ein wirklich dickes Luxusauto zu kaufen. Was uns dann zum nächsten Tipp bringt. Und zwar hier möchte ich nochmal auf ein paar Gefahren rund um ganz genau diese Anschaffung hinweisen. Nämlich das Ende des Glücks mit 25. Ist das auch gerade bei diesen Autos mittlerweile eine Situation am Markt herrscht, die wirklich nicht mehr tragbar ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass die komplett zulasten von jungen Leuten geht. Nämlich Kredite und Leasing. Also eigentlich egal, wie viel du verdienst. Irgendwelche semi-seriösen Autohändler finden schon einen Weg, wie du auch mit 500 Euro Monatseinkommen so ein Luxusauto bekommen kannst. Denn ganz genau diese Wege, halt quasi jemandem einen Kredit einzuräumen, der halt einfach so gestundet ist, dass man das Auto in 100 Jahren noch abbezahlt, beziehungsweise über irgendwelche Leasingraten das Ganze halt einfach so gering hält, dass man auch mit dem Ausbildungsgehalt so einen riesigen Sportwagen kaufen kann, führen natürlich dazu, dass halt gerade junge Leute, die halt noch nicht so firm sind mit diesen Finanzthematiken, relativ schnell in relativ unangenehme Situationen kommen. Denn in der Welt, in der wir leben, zählen halt auch gerade junge Leute mittlerweile absolut zu der Klientel, die Luxusautos angeboten bekommen. Schlicht und ergreifend, weil der Markt natürlich auch weiß, am Ende spielt es eigentlich auch überhaupt keine Rolle, ob der seine Raten zahlt oder nicht, dann nehmen wir dem halt einfach die Karre wieder ab. Und das Hauptproblem hier ist auch nichts anderes, als dass man halt quasi in einer Situation, in der man so einen Kredit niemals, niemals aufnehmen sollte, weil es eine finanzielle Last ist, die man selbstverständlich nicht tragen kann. Das ist viel zu viel Geld, was halt drauf geht, um dieses Auto zu finanzieren. Halt eigentlich nur dazu führen kann, dass man schon in naher Zukunft in eine Situation gerät, wo man diese Raten nicht mehr tilgen kann. Dann hat man vielleicht 2 schöne Jahre, 3 schöne Jahre mit dem Luxusauto gehabt, aber halt quasi in der Konsequenz führt es halt dazu, dass man halt irgendwie mit 25 privat insolvent geht und dann hat man halt Probleme, die halt weit über die guten Jahre, die man mit dem Auto gehabt hat, hinausgehen. Das heißt, wenn du deinem Zukunftssicht, also du in 5 Jahren, du in 10 Jahren, einen Riesengefallen tun möchtest, dann belaste es jetzt nicht mit Schulden für ein Auto, von dem dein Zukunftssicht definitiv nichts mehr haben wird.
Weil wenn die sich die Karre zurückholen, weil du die Raten nicht mehr bezahlen kannst, dann hat dein Zukunfts-Ich die Schulden für den Wagen, die Privatinsolvenz und nicht mal das Auto dazu. Das heißt, das ist was, was man sich wirklich gut überlegen sollte. Also wenn du darüber nachdenkst, zu sagen, ich würde ganz gerne diesen Luxuswagen über Kredite und Leasing finanzieren, dann führ dir wirklich einmal vor Augen, dass du halt deine gesamte finanzielle Situation über 10 Jahre durchgeplant haben solltest und guck vor allem auch immer, wer dir den Kredit gibt. Zu was für Konditionen? Vergleich das und wenn du feststellst, boah, das sind ja die miesesten Konditionen, dann weißt du ganz genau, du wirst da gerade über den Tisch gezogen. Und egal, wie viel Lust du auf diesen Wagen hast, du kannst es doch wirklich nicht zulassen, dass irgendjemand ankommt und dich in so einer Größenordnung über den Tisch zieht für ein Auto, was sie dir in 5 Jahren dann wieder wegnehmen. So doch nicht. Also vor diesem Hintergrund, also das vielleicht so ein paar Gedanken, die man auf jeden Fall vorab einstellen sollte, wenn man sagt, ich will in so einer Größenordnung ein Auto anschaffen. Dann, wie versprochen, habe ich jetzt auch noch mal ein paar Zitate aus dem Motortalk-Forum mitgebracht. Und zwar jemand, der sich S-Klasse-Fan nimmt und mich wirklich sehr gut beraten hat im Bereich große Mercedes anschaffen, sagt Folgendes über die Größenordnung von Netto-Monatseinkommen, die man besitzen muss, um sich einen Mercedes CL500 anzuschaffen. Also, der sagt, wir hatten diese Diskussion hier insbesondere in Bezug auf den W140 und den W220 schon häufiger. Und mit 700 Euro netto hast du keine Chance. Wenn du sagen würdest, 3000 Euro netto, dann wären wir langsam in den Sphären, wo man vertretbarerweise CL fahren kann. Also, was der uns hier eigentlich nur sagen möchte, ist, den Gedanken anzustellen, sich mit dem Ausbildungsgehalt einen Mercedes CL500 zu kaufen, ist utopisch. Mach das nicht. Dieser Mann gibt uns jetzt sogar noch eine konkrete Zahl mit in die Hand. Sobald du in einer Situation bist, wo du 3000 netto verdienst, kommen wir langsam, also das ist auch nur der Einstieg, in die Sphären, wo man über einen Mercedes CL500 nachdenken kann. Also, dass man einfach nur mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Geld muss man überhaupt verdienen, um so ein Auto tatsächlich guten Gewissens anschaffen und fahren zu können. Und dann habe ich von der gleichen Person nochmal was bezüglich Reparaturen aufgetrieben. Also wie komme ich überhaupt auf die, der sollte nicht mehr als 100.000 gelaufen sein, beziehungsweise nicht älter als 10 Jahre sein, Ideen. Ist, dass nämlich der S-Klasse-Fan aus dem Motortalk-Forum auch sagt, aber selbst wenn man sagt, man kauft sowas für nicht ganz so viel Geld und reitet das dann runter, kommst du damit auch nicht besonders weit, weil die meisten Reparaturen an so einem Auto meist solche sind, ohne die sich das Schiff keinen Meter mehr bewegt. Das heißt, also selbst wenn wir sagen, wir kaufen uns diesen Mercedes CL500 um des Mercedes CL500s willen, muss man sich halt immer vor Augen führen, dass wenn diese Reparaturen kommen und wir sind nicht darauf vorbereitet, sprich wir haben die Rücklage nicht gebildet, Reparaturen an unserem Auto vorzunehmen, wir sofort in einer Situation enden, die automatisch dazu führt, dass wir diesen Wagen keinen Millimeter mehr bewegen können. Das heißt also, der hier soll eigentlich nur nochmal verdeutlichen, dass wenn wir uns so ein Auto anschaffen, müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es halt nicht damit getan ist, das Ding einmal anzuschaffen. Also es ist mehr als der Kaufpreis, es ist mehr als die laufenden Kosten, Versicherung, Sprit und Steuern, sondern die Reparaturen müssen immer im Hinterkopf behalten werden, wenn wir sagen, wir kaufen uns diesen Wagen. Dann habe ich halt nochmal so einen ganz generellen als letzten mitgebracht, nämlich pass dein Auto an deine aktuelle Lebenssituation an und nicht andersherum. Also guck einfach, wie genau sieht mein Leben aktuell aus und was passt da für ein Auto rein. Dass man halt nicht sagt, also wie würde ich mir gerne wünschen, wie mein Leben aussieht und dann auf Biegen und Brechen versucht man halt quasi dieses Auto, was eigentlich überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun hat, in unser Leben zu pressen, weil das eigentlich immer nur dazu führt, dass man sich in große Schwierigkeiten bringt. Das heißt, was man halt hier eigentlich immer machen kann, ist, man muss sich eigentlich nur die Frage stellen, was genau ist überhaupt Luxus für mich? Und ich weiß, das Auto ist ein ganz sensibles Thema. Je nachdem, was für Musik du hast, wirst du wahrscheinlich, so wie ich auch, wissen, dass das Auto schon eine sehr große Rolle in der Selbstwahrnehmung gerade bei jungen Männern spielt. Und hier muss man sich aber halt immer noch mal vor Augen führen, ist, dass die Leute, die halt quasi von diesen Autos sprechen, halt enorm viel Geld mit der Musik, die sie machen, verdienen und selbstverständlich sehr viel eher in der Situation sind, sich so ein Auto anzuschaffen, als der gute alte Jakob. Das heißt, im besten Fall stellt man sich halt einfach die Frage, ist, was bedeutet für mich überhaupt Luxus und gibt es nicht halt irgendwie auch andere Möglichkeiten, mein Leben luxuriös so zu gestalten, dass es halt einfach zu mir passt. Denn was man halt auch gerade bei so einem Auto immer dazu sagen muss, ein Auto als solches ist schon ein ziemlicher Luxus. Ein Großteil der Welt hat kein Auto. Ein Großteil der Leute, die hier in diesem Land leben, hat kein Auto. Allein die Möglichkeit zu haben, ein Auto zu besitzen, also halt quasi individuellen Personenverkehr für sich selbst zu gewährleisten, ist schon eine Riesenleistung. Also egal, was da jetzt vorne für ein Label draufsteht,
Die Tatsache, dass man die Möglichkeit hat, in irgendein Auto einzusteigen, ist schon ziemlich luxuriös. Und halt, wenn man die Perspektive einnehmen kann, also dass man wirklich realisiert, es geht gar nicht so sehr darum, was es für ein Auto ist, sondern der eigentliche Wahnsinn ist es, überhaupt ein Auto zu haben, wird natürlich halt vieles einfacher, weil sich die Perspektive ein kleines bisschen ändert. Ich meine, du hast ein Auto, es ist kein Fahrrad mehr. Genauso wie wenn du ein Fahrrad hast, so, dann gehst du nicht mehr zu Fuß. Und das sind natürlich alles Schritte nach oben. Die, wenn die Situation es zulässt, und auch hier beziehe ich mich gerne nochmal auf S-Klasse-Fan aus dem Motorsportforum, sprich, wenn ich ja 3000 netto und mehr verdiene, kann man so langsam über einen Mercedes CL500 nachdenken. Dann kommen wir in die Sphären. Aber bis dahin, bis wir in dieser luxuriösen Situation sind, von der Mercedes-Fan im Motorsportforum spricht, müssen wir uns natürlich immer überlegen, welches Auto, weil ein Auto als solches ist schon Luxus, passt in meine Lebenssituation. Also halt quasi der ganz große Spruch, der oben über der Anschaffung jedes Autos stehen sollte, ist immer der. Kein Auto und keine Schulden schlägt ein Auto und hohe Schulden jeden Tag. Weil das Mieseste, was dir passieren kann, ist es, in irgendeiner Form verschuldet zu sein. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, Schulden zu vermeiden und ein viel zu großes Auto zu kaufen, wäre ein relativ simpler Weg, große Schulden zu vermeiden, dann sollte man das tun. Weil besser im Fiat Panda, aber schuldenfrei, als minus 50.000 und Mercedes CL500. Weil am Ende holt sich der Markt zurück, was ihm gehört. Da brauchen wir uns auch überhaupt nichts vormachen. Wenn wir die Karre nicht bezahlen können, dann holen die sich die zurück. Das heißt, wenn wir uns einfach überlegen, ein Auto zu haben, ist schon cool genug. Und ein Auto und keine Schulden zu haben, ist eigentlich das Allercoolste. Das heißt, man muss sich eigentlich wirklich nur überlegen, kann ich mir das leisten? Wenn ich es mir nicht leisten kann, auch nicht so schlimm, weil der eigentliche Gewinner ist immer der, der am Ende nicht verschuldet ist. Das auf jeden Fall so der eine große Tipp, den ich jetzt rund ums Auto weitergeben kann. In diesem Sinne habe ich auch hier natürlich wieder das klassische Stop Dreaming, Start Doing für dich. Wenn du sagst, ich will auf jeden Fall diesen Wagen haben, haben wir in diesem Video auf jeden Fall mal bestmöglich dargestellt, in was für einer Größenordnung dieses Auto auf dich zurollt. Also halt quasi, wenn du sagst, ich will mir einen Mercedes CL500 kaufen, jetzt weißt du wie. Du weißt, was er dich kostet, du weißt, über welche zeitlichen Horizonte wir hier sprechen. Das ist nicht unrealistisch. Es ist definitiv mit Verzicht verbunden und du musst auf jeden Fall auch hart buckeln, die Karre am Ende zu haben. Wenn du sagst, meine größte Herzensangelegenheit ist es, diesen Wagen zu haben, dann mach das. Dann klemm dich dahinter, spar die Kohle, kauf den Wagen, sieh zu, dass du den Unterhalt finanzieren kannst und dann genieß dein Leben im Mercedes CL500. Easy. Nur stell dir immer vorab die Frage, funktioniert das für mich wirklich, beziehungsweise bin ich wirklich bereit, diese Abstriche dafür zu machen. Aber in diesem Sinne, wenn du sagst, meins, dann absolut go for it. Ich hätte gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dir die Frage zu beantworten, ob der Mercedes CL500 wirklich das richtige Auto für dich ist. Deshalb hätte ich gesagt, überleg dir das gut. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao.